durch meine Brüder drauf gekommen. Ich habe zwei ältere Brüder, einer von denen ist sogar jetzt gerade auch am Skaten. Genau, die haben mich damals zum Skaten verleitet. Als das Ganze mit Corona angefangen hat, Anfang 2020, haben mega viele junge Menschen in Basecamp angefangen zu skaten. Unser Park ist jetzt nicht mega gut und auch teilweise kaputt und echt schon alt. Wir haben uns dann gedacht, am besten könnten wir die Skate-Szene in Besenheim vergrößern und unterstützen, indem wir einen Verein gründen. Also am Anfang machen wir erstmal so ein bisschen allgemeines Dehnen- und Aufwärmtraining. Und dann teilen wir das meistens in zwei Gruppen ein. Die Leute, die eher gerade angefangen haben, und die Leute, die schon ein bisschen fortgeschrittener sind. Je nach Leistungsstufe machen wir dann Koordinationstraining, Balancetraining oder freies Training für die, die halt schon ein bisschen freier fahren können. Wir haben immer zum Beispiel die Balance Boards dabei. Wir machen Falltraining, also Sicherheitstraining praktisch. Wir zeigen denen so ein bisschen, wie man sich verhält auf dem Skatepark, dass man auf die anderen Acht gibt, dass man einfach ein bisschen schaut, dass man niemand in den Weg fährt. Genau, und sonst machen wir immer ganz coole Spiele, wie zum Beispiel solche Relay Races, so staffellaufmäßig. Und sonst auch einfach individuelles Training, also einfach ein paar Tricks beibringen und gucken, was sie schon können. Ja, wir haben eine ziemlich hohe Nachfrage. Wir sind jetzt, glaube ich, also wir machen seit Anfang April diesen Jahres, machen wir die Trainings. Und wir sind mittlerweile, glaube ich, so an die 35 Mitglieder. Und jede Woche kommen auch mehr dazu. Also gerade so zwischen 8- und 12-Jährige, da kommen jede Woche neue Leute dazu, und ich finde es mega cool, dass so viele Kids Lust drauf haben, anzufangen zu skaten. Wenn du auf einen Skatepark kommst und noch gar keine Erfahrung mit Skateboardfahren hast, dann wirst du eigentlich direkt aufgenommen, und also es wird niemand ausgelacht, und es stärkt einfach das Gemeinschaftsgefühl. Und Skaten ist auch, glaube ich, sehr gut für die Frustrationstoleranz, da es natürlich nicht so einfach ist und man oft ewig braucht, um irgendwie was Neues zu lernen oder einen neuen Trick zu stehen. Ja, also ich studiere inklusive Pädagogik und Heilpädagogik, und da konnte ich schon einige gerade spieltheoretische und psychomotorische Dinge, die ich in der Theorie gelernt habe, jetzt auch hier zum Beispiel in den Trainingseinheiten anwenden. Es gibt keine Norm oder es gibt keine vorgeschriebenen Regeln, wie die Leute zu skaten haben. Und deshalb ist es auch so interessant, den Leuten beim Skateboardfahren zuzugucken. Alle haben ein bisschen ihren eigenen Stil, und es kommt gar nicht darauf an, wer jetzt die meisten Tricks kann oder wer am schnellsten fahren kann oder wer am besten ist, sondern dieses Gemeinschaftsgefühl steht im Vordergrund, und auch den eigenen Stil und die eigene Individualität so ein bisschen auszuleben. Wir haben fast jede Woche neue Leute mit im Training. Die Gemeinde, die feiert es auch, dass wir als junges Team, die jetzt den Verein gegründet haben, dass wir da so Initiative zeigen und dass wir jetzt Lust haben, auch was Neues zu machen in der Gemeinde. Während des Lockdowns war ja Fitnessstudio lange nicht begehbar. Fußballtrainings, Handballtrainings, die ganzen anderen Teamsportarten, die sind halt oft weggefallen. Und ich glaube, da sind viele wieder auf den Individualsport gekommen und sind wieder aufs Skaten gekommen. Gerade im Winter, wenn es draußen nicht so gemütlich ist und man lieber in eine Skatehalle gehen würde, war dann natürlich auch wieder das Problem, dass die Hallen auch zu hatten. Also es hatte Vor- und Nachteile, glaube ich, der Lockdown für die Skateszene.